Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs 2. Letztes Mal haben wir die Medizin gerettet, also beziehungsweise die Krankenhäuser. Und mal sehen, ob wir jetzt wieder jemanden retten und vor allem wen. Das heißt, hat irgendwas mit Fingerabdruck zu tun. Yo, Branch, wo bist du, Mann? Yo, bist spät dran, Marky Mark. So sehe ich die Sticheleien und das dezent sexuelle Klistern auch, Mark. Das tut weh. Ich dachte, wir wären sexuell schon viel offener. Marcus, da ist was, was ich dir zeigen will. Auf meinem Laptop, Mann. Was bist du? Hast du. Ich? Also. Setz dich. Und mach dich bereit. Für die fantastische, elektrisierende und fast komplett den Verstand raubende Nudel-Keynote. Dann mal los. Ihr habt uns gesagt, selbstfahrende Autos sind echt cool. Aber wir waren stets stolz darauf, immer nur das Beste zu liefern. Was haltet ihr von einem Auto, das euch kennt, weiß, wer ihr seid? Die Art Sicherheit. Der Schlüssel seid ihr. Und dann am Morgen wollt ihr Kaffee trinken und Zeitung lesen, während es euch sicher zur Arbeit fährt. Es merkt sich eure Vorlieben und speichert sie direkt in eurem biometrischen Profil. Diejenigen von euch, die das CTOS-Versicherungsprogramm buchen, erhalten einen Fahrerrabatt, automatisch, und Zugang zu Schnellfahrbuch. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Tut es nicht. Weil wir bei Nudel nicht auf die Zukunft warten. Wir bauen sie. Also wollen die auch noch biometrische Daten mit dem CTOS-Überwachungssystem nutzen? Ja, denn was könnte da schon schieflaufen, oder? Wir wissen doch alle, wie altruistisch CTOS ist, oder? Oh, und Versicherungsunternehmen. Und dass sie nie, nie unsere biometrischen Daten für ihre Zwecke missbrauchen würden. Ja, aus reiner Nächstenliebe und all dem Scheiß. Das ist faul, den Staat reden machen. Vielleicht sollten sich ein paar mutige Wächter darum kümmern. Vielleicht. Soll vielleicht noch ein cooles Auto klauen? Autos klauen macht immer Spaß. Ja. Bin dabei. Oh, das wäre geil. Das Auto dann, mit dem Auto dann zu fahren, das wäre bestimmt mega geil. Yo, Marcus. Cetara, was hast du für mich? Tja, zum Glück fährst du gern Auto. Offenbar ist der leitende Ingenieur vom biometrischen Autoprojekt treuer Kunde von Driver SF. Wirklich? Sicher. Ja. Und ich habe gerade ein Skript geschrieben, das seine Fahrtanfragen zu dir umleitet. Cool. Nur die besten für DedSec. Check dann die Driver SF App auf deinem Handy. Also gut. Aber erstmal muss ich mir ein Auto liefern lassen. Und zwar nehme ich weiß nicht, Bertha geht glaube ich nicht, obwohl das mega geil wäre. Nudelauto, da passen zwei rein. Und aber ich würde sagen, ups, Lackierung nehme ich aber eine andere. Dann nehme ich mal die Lackierung hier. Ah ne, nehme ich doch die Nudellackierung. Das passt jetzt doch wunderbar hier zu. Dann nehme ich den 4 Meter. Weil die Nudel-Ingenieur-Mission über die Driver-S-App aus. Ja, genau. Cooles Sache. Das war jetzt nicht so cool. Aber naja, was soll's. Was ist denn jetzt die Driver-S-App? Hä? Hä, übersehe ich die gerade, oder? Oh, wie ging es nochmal, dass man das ändert? Null Ingenieursmission. Fahrt starten. Hm.
Mann, ich will das nicht, Alter. Geht doch jetzt aber. Schön und... Och Mann, warum kann ich nicht mit dem 4-Meter fahren? Der war so cool lackiert. Och Mann. Also ich muss ihn überreden, uns zu seinem Büro zu bringen, stimmt's? Ja, aber wir haben schon einen Plan. Haben wir. Ray, bist du mit von der Partie? Tja, wie Ranch gesagt hat, Autos klauen macht immer Spaß. Der Plan ist, das Handy von dem Typen zu hacken. Genau, wir lösen den... Also das hängt, das leckt echt mega, aber warum? Dann flippt er aus und wird schnellstens zur Arbeit wollen. Aber wir werden seinen Computer nicht hacken. Das müssen wir gar nicht. Genau. Er muss einfach nur glauben, dass er gehackt wird. Gefällt mir. Alles, was du tun musst, ist ihn ablenken. Damit wir sein Handy hacken können. Okay, nice. Das heißt, ich muss jetzt hier aber... Also gut. Also, wo soll's denn hingehen? Heißes Date heute Abend? Meine Freundin hat gerade Schluss gemacht. Wie kriege ich den Kerl bloß zum Reden? Was war das? Ich hab's nicht verstanden. Ach, sorry, bin nur etwas nervös. Das ist alles. Das ist die erste Fahrt, die ich seit langem mache. Hab schlechte Erfahrungen gemacht und eine Pause gebraucht. Ja, kann mir vorstellen, dass man viel Scheiß sieht, wenn man Leute herumfährt. Was ist passiert? Auch, ja, Mann. Allen möglichen Scheiß. Zuletzt waren da ein paar Besoffene, die sich wegen irgendeiner Art Auto, an dem sie gerade arbeiten, in die Haare gekriegt haben. Oh, für dieses Wüstenfestival? Ja, also die zwei schreien irgendwas über LEDs und Animatronik und Sand und auf welchen Drogen die Leute sein müssen, um ihr Kunstauto anzusehen. Im Ernst? Die meinten, auf welchen Drogen die Leute sein müssten? Um das Erlebnis auf die richtige Art Halluzinationen zuzuschneiden, oder was? Ja, genau das. Dann schlägt der eine Typ plötzlich den anderen. Mitten auf die Fresse. Was? Das Blut spritzt überall hin. Und da jammert der, der zugeschlagen hat, er hätte sich die Knöchel gebrochen. Scheiße. Ja, oder? Also fahre ich am Ende zur nächsten Notaufnahme. Und jetzt kommt's. Ja? Beide wollen mich umarmen, als ich sie absetze. Wow. Oh, sorry, mein Alarm ist losgegangen. Das muss ich checken. Mist. Mist! Wir müssen die Richtung ändern, Kumpel. Tut mir leid, aber ich muss zur Arbeit. Kein Problem. Hab das Ziel in der App aktualisiert. Okay, kein Problem. Wir bringen sie hin. Jo. Scheiße! Jemand dringt in den Sicherheitsbereich ein. Fuck! Einmal bin ich nicht im Büro. Ja, es ist doch immer dasselbe. Ich kann nicht glauben, dass das jetzt passiert. Wir haben Deadlines, krasse Deadlines. Mann, so ein Scheiß. Ah, okay, das ist halt schon echt scheiße. Wieso habe ich bloß die Leitung übernommen? Geht's etwas schneller? Ich versuch's. Scheiße. Ging es etwas schneller? Ich versuch's ja. Ich hab's echt eilig. Ist schon okay, wenn du zu schnell fährst. Schneller. Achtung! Also will, dass ich schneller fahre und gleichzeitig, aber... Ah ja, ich kenne. Ist schon okay, wenn du zu schnell fährst. Schneller bitte! Ja, dann nehme ich ein bisschen Boost mit und dann geht es schon. So, jetzt noch hier um die... noch da vorne um die Kurve und dann... Ich hab's gleich. Und wir sind da. Nun gut. Hey, wir sind doch da. Oh Gott, es lädt. Du rettest mir den Arsch, Mann. Ich gebe dir eine 5-Sterne-Bewertung in der App. Kein Problem. Ist schließlich mein Job. Du bist der Beste.
Mission abgeschlossen. Also gut. Und hier sind wir bei Coda Print. Also dann. Also würde ich sagen, machen wir gleich mit der nächsten Mission weiter. Mal sehen, was es diesmal auf sich hat. Was macht denn der? Ach so, das gehört schon zum Start der Mission. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich habe an dich geglaubt. Nicht so was, wenn wir das nicht getan hätten. Ja, ich glaube total an Marcus. Ich glaube auch an Marcus. Wow, Leute, ich bin echt geschmeichelt. Es bedeutet mir so viel, euch das sagen zu hören. Ich wollte damit nicht irgendwas andeuten. Ich bin umgeben von Clowns. Aber du liebst uns. Naja, vielleicht Josh und Marcus. Autsch. Schon gut. Ist etwas früh, um in unserer jungen Beziehung Worte wie Liebe zu gebrauchen. Okay. Hast du dir Zeit? Ich schätze Männer, die Geduld haben. Tja, dieser geduldige Mann muss noch arbeiten. Oh, ich weiß. Okay. Autopläne zu runterladen. Hobbybäckerin. Und das Ding ist smarter als das letzte. Oh, und Sie, Sir. Dieses Modell ist super smart und super schnell. Und wenn Sie jetzt zugreifen, bekommen Sie für eine 9,99 ein weiteres Gigabyte pro Monat. Und für die gesamte USA gültig. Ich will Rabatt auf Spiele. Oh, aber eigentlich, wir bieten eigentlich nur Daten. Es reicht jetzt. Du stehst kurz davor, eine zu kassieren. Ich hab's, Leute. Cool, da müssten alle Sicherheitsdaten und Infos drin sein, die wir brauchen. Schon bald sind wir die stolzen Fahrer des Nudelautos. Läuft ja schon mal gut bisher. Das ist der Typ, den wir gerade gefahren haben. Nice. In ihrer Nähe ein oder mehrere mögliche Ziele.
Oh fuck. Nice. Oh. Puh. Nice. Naja, wenn ich rot habe, dann habe ich eben rot. Dann kann ich auch nichts machen. What? Oh, jetzt habe ich die grünen Farbe. Jetzt habe ich das Grün verpasst. Naja. Dann fahre ich mal. Uhu. Jo, wann ist es denn endlich vorbei? Ich habe die doch schon alle abgehängt. Da sucht mich doch eh niemand. Also Mission abgeschlossen. Also Josh hat was Interessantes in den Algorithmen des Wagens gefunden. Ja, das ist ein entscheidungsfähiger Algorithmus. Sie nennen ihn den Lifescore. Sie nennen ihn den fucking Lifescore. Den was? Es ist eine Methode zu entscheiden, welche Leben im Fall eines Unfalls Vorrang haben. Ja? Ja, das hat euch gefallen. Der Bordcomputer des Wagens hat direkten Zugriff auf Blooms Datenbank. Er ruft einen Score ab, der auf Metriken basiert, die Bloom bestimmt. Beruf, Einkommen, Bildung, Hautfarbe, Geschlecht. Fuck, lass mich raten. Ray und ich haben einen Unfall. Jeder auf einer Seite. Ich hab Pech, weil ich ein junger Schwarzer bin. Nicht ganz. Wie du weißt, bin ich bei Bloom persona non grata. Mein Lifescore ist verdammt niedrig. In dem Fall bin ich am Arsch, aber... Ansonsten, ja, im Prinzip her... ...zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Crank, shit, was die da abziehen wollen. Naja, nach diesen Deckungen, okay, dann nochmal. Stimmabdruck und Netzhautscans von dem Nudel-VP, der es in der Keynote aufschließen soll. Gut, ich kümmere mich drum. Ich schicke dir seine Adresse. Oh. Alter, krasse Sache. Das sieht cool aus, das jetzt zu beobachten. Und dann geben wir mal Gas. Skilehrerin. Ja gut, also. Gut. Ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Wenn wir dann den Nudeltyp schnappen und hoffentlich dann auch mit dem Auto fahren. Bis dahin. Ciao, Leute.